So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Hunters Corp. Ich habe mir mal überlegt, vielleicht sollte man solche Gegenstände mal mitnehmen, solche Gemälde. Vielleicht hat man die Möglichkeit, sowas echt mal mitzunehmen. Das wäre ziemlich nice, oder? Die Sonne blendet mich hier so ein bisschen. Ich hoffe, das nervt nicht allzu sehr. Alter, ich sagte euch, dieses Fraggle-Ding, ey. So, lass uns eine neue Mission aussuchen. Die letzten waren nicht ganz so erfolgreich. Wir hatten in Deutschland tatsächlich einmal kurz überleben können. Jetzt wollen wir Japan Bambustempel machen. Wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, dann machen wir noch mal den Friedhof in Pennsylvania. Ein einzelner Geist, für dessen Exorzismus maximal 2 bis 3 Hinweise nötig sind. Japanische Tempel sind Orte der Harmonie und Gelassenheit, an denen Menschen zu ihren Verstorbenen beten und ihre Mitmenschen viel Glück wünschen. An diesen Orten der Ruhe ist ein Wesen erwacht. Sie sind dafür verantwortlich, es zu finden und zu neutralisieren, damit jeder seine Reise innerhalb dieser großen Kreislauf fortsetzen kann. Und das machen wir jetzt auch. So. Wir müssen gewisse Level haben, um Dinge zu kaufen. Wir wollten ja mal gerne mal ein Thermometer kaufen. Wir sind nicht mal Level 1. Aber, ich hoffe, das wird bald mal soweit, ne? Ab geht die muntere Fahrt. Wie gesagt, in Deutschland ist uns das fast gelungen. Wir haben überlebt, aber der Geist ließ sich nicht exorzieren. War vielleicht viel meiner... Ja, ich dachte, dass dieser Protonenstrahler wäre zum Beispiel eine Star Wars Kanone, hat Bibio gemacht die ganze Zeit. Die Bambusdinger. So, was haben wir hier zu lesen? Wir brauchen... Exorzieren Sie Geist, messen die Temperatur, finden Sie einen Geist mit EMF, blub, filmen Sie den Geist mit der Nähe der Kamera, messen Sie die bla bla bla. Okay, das heißt, wir werden jetzt einfach die Taschenlampe nehmen mit E, Tom G. Schalten wir auch direkt mal ein. Nehmen wir den Vogel, schalten wir auch ein. Und mich irritiert, dass das jetzt irgendwie auf einer Seite immer ist, ne? Und nimm gleich mal diese Kamera mit zum Geist filmen. So, so machen wir. Los geht's. Hör auf. Also, ich muss mal überlegen, wie es denn bei Bambuswald. Nett. Ah, da geht's also hoch. Okay, interessant. Der Bambusgeist. Wohohoho. Der japanische Samurai. Nee. Der japanische Bambus-Samurai-Geist. Irgendwie so. Nett? Wir sind wahrscheinlich schon mitten in seinem Gebiet. Wir haben ziemlich weit zum Wohnmobil, ne? Wenn der uns hinterher jagt, meine Fresse. Wir hätten mal ein Kreuz mitnehmen sollen. Oh, wie hübsch. Ja, geht schon gut los. Oder wie auch immer das sein soll. Ich krieg die fucking Tür nicht auf. Ach, das sind Hänge. Nee, ich glaube, die schweben nur so doof rum. Auf jeden Fall singt der schon mal. Stimmen sind zu hören. Könnt ihr auch gar nicht durchlaufen. Räucherstäbchen. Ja, so ließ er sich gut exorzieren, ne? Das ist so groß hier. Alter. Fette Gänsehaut auf einmal wieder. Ja, wir sind wieder im Geisterspiel, Tomji. Alles klar. Warum ist das hier so unfair? Ach, guck mal, hier ist unser Wohnmobil. Und hier sind wir raus aus dem Tempel. Boah, ist das anstrengend hier. Geist! Erscheine nicht!
weil es dich einfach nicht gibt. Es gibt keine Geister. Was soll denn der bitte quietschen, ha? Nun wird's aber langsam albern. Ey, wenn wir hier kein... Das Gekrickel, ne? Krakel ist das, glaube ich, ne? Oder gehört das in das Runen? Ne, ich glaube... Ja, ich glaube, das ist Runen. Ach, schade. Ja, das Licht ist sehr hilfreich, wenn es schon überall so hell ist. Okay, wir haben... Geräusche. Ich würde sagen, Gesang, ne? Oder? Aber wir haben noch keine Aktivitäten soweit gehört, also gesehen. Oder messen können. Ne. Ah, ja. Okay, können wir nicht hochhüpfen. Ist ja blöd, ne? Weiß nicht, wir sollen ihn hier mit messen mit dem Gerät. Aber es ist gerade. Oh, 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 oh. Ja, da sind wir auch gleich tot. Direkt einen Fünfer-Ausschlag gehabt. Meine Fresse, ey. Wir hatten den hier in diesem Raum gesehen. Wir droppen die Kamera hier einfach hin. Ja. Oh. Und holen uns mal anderen Shit. Damit haben wir ja schon gemessen. Das Problem ist, dass der Geist uns bis zum Wohnmobil folgt. Und bei dem bisschen, was wir im Ausdauer haben, sind wir schnell sein Opfer. So, wir haben Gesang gehört. Ich glaube, das sind Runen gewesen. Das also kann ich jetzt nicht unbedingt als Gekrickel irgendwie festmachen. So, den Scheiß schmeißen wir mal wieder ab. Hopp. Nein! Da gehört den da. Den machen wir wieder mit. Gerät einschalten. Ach komm schon bitte. Was? Komm mal ran. Mal. Dings. Und kommen dann mal die Scheißteil jetzt wieder. Ich finde, die haben wir gut positioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Geist da auch ist. Ich glaube, nachher kann man sich mehrere Kameras kaufen, um mehr Filmmaterial zu machen. Okay, was haben wir? Wir haben Upsi Pupsi, wir haben Geräusche. Geisterfunk, Geisterradio, geisterhafte Stimme am Ort. Gekritzel, Schreiben, Oberflächen schreiben, Zeichnungen. Das kann ich nicht sagen, ob es jetzt irgendwelche Runen gewesen sind. Wir haben ein elektromagnetisches Feld von dem. Noch irgendwas? Buchzeichnung, das will ich auch alles nicht sagen. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn noch? Wir haben an und für sich genau nur das, ne? Die Temperatur. Messen Sie. Schwimmen Sie Geister in der Nähe. Das ist dieses Signalmessgerät, ne? Um mit genauem Messdings auszumachen. Ja, mit. Und ich nehme einmal das Kreuz auch mit. Das ist ziemlich. Kann man nicht? Ja. Wow. Ich dachte, wir kriegen direkt ein Signal rein. Warte, ich will das mal tauschen. Geht das nicht? Ja, genau so. Wenn ich als erstes was droppen möchte, ist es das Kreuz. Um die Geister davon abzuhalten und zu fressen. Okay, wir hatten hier
Die geisterhafte Gestalt. Ja, lass mal bleiben. Wir wollen Buddha nicht verärgern. Mit denen soll ich gar nicht suchen, ne? Damit kann ich nur bestimmen. Um was für einen Geist es sich hier handelt. Das sind, glaube ich, Runen. Das hat nichts mit gekritzelt zu tun. Oder so, sowas in der Art. Sind das Runden? Nein, Karigraphien. Oder so, ne? Was? Wer durch die Dunkelheit wartet, muss in das Licht gehen. Vertraue auf das Licht. Es führt dich zu einem sicheren Ort. Ich habe das Gefühl, dieses Analyse-Ding hat uns noch nie irgendwie wirklich weiterhelfen können. Und Pech für uns, dass wir da genau... Oh Gott. Er hat nichts aufgezeichnet, ne? Die alte Sau. Ein Schatten. Wir haben auf jeden Fall einen Schatten gesehen. Aufzeichnet tut das Ding aber nichts. Wie ätzend. Gibt es gewisse Geister, die sich nicht aufzeichnen lassen mit diesem Gerät? Was? Ja. Lass uns mal was anderes nehmen. Kriegt schon wieder eine Gänsehaut, ne? Das ist schon... Wahaha. Okay, wir haben gesehen, das ist ein Schatten. Ja, genau, Müll damit. Was? Nein, gib her. Nicht so viele Dinge mitnehmen, ne? Film lässt er sich auch nicht, der Vogel, ne? So, aber was wir gesehen haben, ist, es ist ein Schatten. In dieser Kategorie von Geistern liebt es sich, im Schatten zu verstecken. Schatten haben nicht unbedingt Angst vor Licht, aber sie werden es nach Möglichkeit ausschalten. Erscheint recht dunkel oder schwarz. Alter. Das hat sich gerade original filmen lassen hier. In dem Moment, wo ich hier stand, wurde es aufgenommen. Okay, ich glaube, wir haben tatsächlich auch eine Möglichkeit, dieses Ding schon zu... ...ein Exorzismus an. Schießen Sie mit der Neutronenpistole auf den Geist. Rezitieren den Buch aus mehrmals ohne Unterbrechung. Es ist also... soweit, wir werden ihn jetzt direkt jagen. Oh. Wir schießen jetzt erstmal auf ihn. Hoffentlich wird es nicht unser letztes Projekt. Und wir werden den Geist zum Opfer fallen. Und Schatten schwer zu sehen, ne? Weil dunkel und Schatten. Okay, jetzt zuletzt. Tatsächlich hat die Kamera ihn hier vorne aufgenommen. Oh, Digga. Und gesehen haben wir ihn... Das ist ein bisschen gänsehautig, ne? Hier haben wir ihn gesehen.
Ja, schade. Ja, hier können wir zum Wohnmobil zurücklaufen. Ich will eigentlich gar nicht so die Ausdauer dafür irgendwie ausgeben, aber ich habe das Gefühl, wir gehen hier extrem langsam. Ich glaube, hier hätten wir gute Erfolge gehabt, aber er mag nicht das Licht. Also er wird es ausschalten, sagt er, ne? Aber dieses Licht schaltet er nicht aus. Wie beruhigend die Geräusche einfach nur sind, oder? Ich könnte direkt einschlafen dabei. Zum Sterben langweilig. Oh. Das Inka bestimmt, ne? Nicht hier im Spiel. Ah, warte mal, war der da? Schatten! Da. Wir haben keine Angst vor Gespenster. Lass uns aus der Bibel zitieren. Ich weiß nicht, ob es denen jetzt gereicht hat, hier, was ich hier gemacht habe. Was? Oh. Ich finde das zunehmend gruselig irgendwie. Ich denke nicht, dass ich den exorziert habe damit. Oh, wo bist du? Wo bist du, du geisterhafte Gestalt? Komm heraus um die Ecke und ich schieß dich sofort kalt. Komm raus, du geisterhafte Gestalt. Oh ja, du geisterhafte Gestalt. Okay, sollen wir ihn lesen? Sollen wir vorlesen? Weißt du, was einen total wahnsinnig macht in auf dieser Karte? Das Geklappere vom Bambus, ey. Das geht einen so dermaßen auf den Piss, das kann man sich unglaublich vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er tot ist. Also geistermäßig. Vielleicht lauert er uns ja am Wohnmobil auf. Steht da was drauf? Nee. Ach, nimm das doch wieder alles mit. Immer dieses runter wegwerfen hier. So. Mal gucken. Ich habe das schon beim letzten Mal probiert. Aber geschossen habe ich sie. Ich habe sie ja schon angeschossen. Die Frage ist, muss sie in der Gegend sein oder muss der Geist, warte mal eben. Sofortbildkamera könnte ich ihn auch kalt machen, wenn ich abblitzen würde. Oder tatsächlich aus der Bibel zitieren, ne? Okay. Du! Die du diesen Ort heimsuchst.
im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Ah! Hat nicht funktioniert. Okay, ich finde Buchlesen ganz schön scheiße. Sofortbildkamera. Da. Oh Gott, nein! Das war gerade zu anstrengend. Der rennt auf mich zu, weißt du? Der Geist muss auch denken. Fick dich doch, Alter. Lass mich endlich in Ruhe. Ich will lieber im Licht bleiben. Gerade bei den Schatten. Möchte man doch irgendwie nicht um. Oh, da. Komm her! Da. Zwei weg. Nochmal. Nein! Alle? Oh! Bleib da stehen, ich hol was. Warum ist da so wenig Schuss drauf auf diesem Ding? Zwei Schüsse? Scheißteil. Was ist das denn? Ja. Geistilein. Scheiße, die ist da nicht mehr. Ich habe gesagt, du sollst sie warten. Da. Ist alle? Nee, ne? Leer geschossen! Oh. Jetzt bleibt uns ja nur die verdammte Bibel. Okay. Echt Mist, ne? Oh je, Mini. Okay, lass uns das nochmal probieren. Warte mal, haben wir das Kreuz noch? Ja, haben wir. Der Geist war hier. Wir droppen das Kreuz einfach mal hier. Du, die du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Du, die diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du... Ich kann nicht lesen. Ja, als ob. Ich hab doch das Kreuz da vorhin geworfen. Kacke. Aber ich habe auch meine ganze Ladung verschossen, alles, ne? Mitten beim Exorzieren draufgegangen. Ach, ist das schade, ey. Was habe ich denn als XP? 8 XP. Und das alles? Naja, gut. Ich meine, wir sind draufgegangen, ne? Wäre ich weggefahren, hätte ich natürlich was eingesammelt. Nachdem der ganze Blaster auch leer geschossen war. Verdammte Scheiße, Alter. Aber ganz im Ernst, ich fand diese Karte finde ich nicht so toll. Nee, das muss ich schon sagen, die finde ich nicht ganz so klasse. Also, Kinderchen, war leider nicht so erfolgreich. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, ciao, ne?